Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir haben jetzt das Shuttle fertig gemacht und können endlich auf den Planeten runter. Und da ist schon der, dessen Namen ich vergessen habe. Der Doktor, die andere und wo ist Carver? Nein, das ist auch nicht Carver. Carver ist tot. Ach, hier sitzt Carver. Hi Carver. Ich habe dich gerade für tot gehalten. So, Start aktivieren. Legen wir los. Das wird jetzt bestimmt nicht so cool, wie als wir dieser Frachtbox hinterher geflogen sind. Das war echt sehr viel Adrenalin und Action und recht cool. Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halt. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich kann nichts machen. Ich sehe Minen in 2000 Meter. Zielcomputer geht online. Okay, Isaac, Sie dürfen ran. Projiziere optimale Route. Auf Kurs bleiben und auf alles schießen, was uns in die Quere kommt. Schubdüsen, ein Viertel vor. Yay. Ich darf hier jetzt schießen. Das hat ja bei Dead Space schon immer so gut funktioniert. Wie schieße ich denn? Gar nicht. Ach nein, ich muss lenken. Boah, das ist. Die Minen haben unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommen. Ah, ich muss gleichzeitig lenken und schießen. Oh, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Ah, Hilfe! Ich muss hier unten durch. Warum haben die mich eigentlich zum Piloten erkoren? Konnte Carver das nicht machen? Ah, ich schätze mal, wahrscheinlich im Koop-Modus wird Isaac fliegen und Carver wird hier Minen ablenken. Meine Vermutung. Oh, scheiße, ich kann gar nicht so viel anvisieren. Klappt bisher ganz gut. 10 Sekunden bis zum Eintritt. Habe ich es geschafft? 7. Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. 3, 2, 1. Kurzabweichung. Nein! Oh, ich muss immer noch alles abschießen. Ah, ich muss so hoch. Fuck! Oh, ich bleib einfach auf dem Kurs und ramm alles, was mir in den Weg kommt. Warum kann ich eigentlich nicht die großen Trümmer wegschießen? Wow. Shit! Es wird ruckelig! Höhentemperatur ist weit im roten Bereich. Wir kommen zu steil rein. Brauche Kurskorrektur. Unmöglich, wir verpassen unser Fenster. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. Ja, schicken einen neuen Vektor. Ah, fuck. Ja, ich fluch gerade sehr viel. Ich habe auch gerade nicht mehr wirklich das Gefühl, als würde ich das Schiff lenken. Wir fallen auseinander. Wir sind fast durch. Da kam ich doch gar nicht. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich glaube, die muss ich treffen. Weil ich da irgendwie nicht wirklich eine Auswahl habe, die nicht zu treffen. Ja, wir werden alle sterben. Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein. Scheiße. Moment. Ich muss die Tanks neu versiegeln. Er muss die Tanks neu versiegeln. Yay, während hier gerade alles in die Luft geht. So, und der noch. Und der noch. Neu versiegelt. Das war's. Die Maschinen laufen wieder. Jetzt muss ich mich hier so dranhangeln. Ah, solche langweiligen Quicktime-Events. Das soll wohl einfach bloß gut aussehen. Scheiße. Wenigstens da drauf ist ein Vakuum, ja? Ah, scheiße, Isaac, hier. Nimm den Helm. Ich navigiere. Hier, Dingens. Wie hieß er? Keine Ahnung, ich habe seinen Namen nicht behalten. Oh nein, Statist 23 ist gestorben. Ich kann nicht sehen. Wie hoch sind wir? Da ist Blut auf der Anzeige, ich erkenne nichts. Gut. Ah, ich muss jetzt... Muss ich jetzt durch sowas lenken? Ah, ich sehe ja gar nichts. Hilfe. Wir sind so am Arsch. Das ist an sich echt nette Action, aber ja, nicht Dead Space. Oder was meint ihr? Passt sowas zu Dead Space? Ich weiß, okay, da konnte ich nichts machen, das muss ich treffen. Ich weiß so, Weltall und so, das ist schon eigentlich Dead Space. Aber ich meine so der Action-Anteil.
Irgendwie kann ich sie noch nie leiden. Schon in Teil 2 nicht. Und jetzt kann ich sie erst recht nicht leiden. Ah, wir fangen jetzt genau da an, wo die Demo anfängt. Ich weiß gar nicht mehr, ob man sie nicht noch runterladen kann. Ist eine gute Frage. Im Origin Store wahrscheinlich nicht. Auf Xbox Live vielleicht doch noch. Aber jetzt sind wir bei dem Teil, wo Dead Space 3 richtig schlecht werden soll. Also der Eisplanet soll schlecht sein. Und ich werde jetzt auch das Vakuum vermissen und alles. Insgesamt Dead Space auf einem Planeten zu verfrachten, ich weiß nicht. Das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Aber wir werden es ja sehen. Ich gehe erstmal mit den... komm gleich drauf. Mit den schlechten... Ah, der Helm ist defekt. Super. Ich gehe erstmal mit niedrigen Erwartungen hier ran. Vielleicht wird es ja dann noch besser. Vielleicht. Auf jeden Fall ist das hier jetzt sehr schön. Passt auch gerade, wie es draußen ist. Schade, dass ich das nicht recht zeitnah zu meiner Aufnahme mache, aber... Kannst du aufhören, während ich hier Monologe führe? Ah, Isaac kann sogar unterkühlen, das ist doof. Ja. Was ich sagen wollte. Weil ich ja gerade hier an Ostern aufnehme, Anfang April. Und hier liegt ja noch Schnee, falls ihr euch erinnert. Wir sind im Jahr 2013. Ich habe echt das Gefühl, dass Isaac hier erfrieren wird. Och, das klingt ja super. Ah, ich muss dann immer zum Feuer rennen, um meine Temperatur wieder zu erhöhen. Das ist gut. Das haben sie aber ein bisschen von Lost Planet geklaut mit der Wärme. Naja. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Sonst haben die Charaktere irgendwie mal in den, irgendwie mal in Eisleveln nie Probleme. Die erfrieren nie. Bis sie dann zu Eisblöcken werden. Das ist auch mal schön, dass man an sowas denkt. Ellie, nein. Macht die Sache ein bisschen realistischer. Wow, okay, wir sind eindeutig nicht an der Stelle, wo es in der Demo ist. Vielleicht kommt sie noch woanders. Ah, wieder ein Quicktime hier. Oder die haben die hier natürlich leicht verändert für die Demo. Das macht man ja auch mal gerne. Wie beispielsweise bei Batman Arkham Asylum. Da war die Demo nämlich auch ein bisschen anders. Da haben sie ein bisschen die Raumreihenfolge verändert. Ellie, bist du da? Ich frage mich ja, wie das hier im Koop ist. Hat der Koop-Spieler vielleicht, muss er sich woanders einen Weg finden und dann trifft man sich irgendwann wieder. Das wäre cool. Insgesamt so Koop, das, ich finde es heutzutage, ist man zu sehr in Koop-Spielen immer so zusammen. Ich finde, man sollte sich auch einfach trennen können und weitläufige Bereiche. Deswegen wäre ich mal echt für ein Open-World-Koop-Spiel. So wie ich gehört habe, Resident Evil Outbreak soll das eigentlich ganz gut gemacht haben. Ich konnte es leider nie online spielen, also kann ich es nicht genau sagen. Ah ja, ich nehme ja immer automatisch Munition auf. Aber halt in Resident Evil Outbreak, da hat man sehr weitläufige Bereiche und da kann es dann auch mal sein, oh, ich muss eine Tür zuschlagen, weil Zombies kamen und am Ende merkt man doch, oh, du lebst ja noch, hi, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Und genau sowas hätte ich gerne mal wieder. Oder mal wieder, ich würde sowas überhaupt mal gerne erleben. Deswegen hätte ich gerne mal so ein Spiel. Ich glaube, das wäre auch extrem cool. Ah, Feuer, da müssen wir schnell hin. Ellie! Ich meine, wann erfriert man? Ellie! Hier wird es auf jeden Fall warm. Ja, ein bisschen. Ja, ich glaube, die haben hier noch während der, von der Demo ein bisschen abgeändert. Ellie? Nein, Ellie ist doch nicht tot. Nein, ist irgendwer anders. Der Typ da, der die Scheibe ins Gesicht gekriegt hat. Keine Ahnung, wie er hieß. Videonachricht, wartet. Kann ich die abspielen?
Nö, anscheinend nicht. Hä? Keine Ahnung, reagiert nicht. Ist mir jetzt auch egal. Es nervt mich zwar ein bisschen. Komm. Spiel ab. Okay, es geht echt nicht. Grabstorm. Ach, der hat nichts dabei. Naja, rennen wir mal weiter. Über diesen Eisplaneten. Ich finde es hier auch einfach zu hell für Horror. Ich meine, Fraps dunkelt ja schon immer alles ab. Weswegen ich schon immer die ganzen Videos dann im Pre-Rendering da verbessere. Ah! What the fuck? Das Lustige ist, ich schreie meistens immer so, obwohl ich mich gar nicht wirklich erschrecke. Ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie so. Ellie. Coming. Ellie. Ja. Hier, wo Isaac erfriert, werden wir jetzt auch erstmal wieder einen Cut ansetzen. Also, bis dann.